Hallo, ich lese gerade in einem alten Comic, meinen Lieblingscomic. Als Kind war das mein Lieblingscomic, Bessie. Habe ich schon mal einen Film drüber gemacht. Klasse gezeichnet. Willy Wandersteen. Toller Zeichner. Tolle Geschichten. Aber es geht um was anderes. Um nutzloses Wissen, Allgemeinwissen, gesundes Halbwissen. Und zwar möchte ich heute über Streichhölzer reden. Nicht irgendwelche Billigstreichhölzer, die es heute gibt, die jeder Markt anbietet, jeder Drogeriemarkt für Butterbrot. Nein, es geht um spezielle Hölzer. Und die kennen bloß die, die ein gewisses Bewusstsein haben, bis 1983 da schon denken konnten und mit dem Zeug umgegangen sind. 1983 war es nämlich Schluss mit diesen Streichhölzern. Viele kommt es jetzt bestimmt, wenn ich euch die Schachtel zeige, dann fällt es euch wie Schuppen vor den Augen. Es geht um die Welthölzer. Bis 1983 gab es nur diese Streichhölzer. Es gab eine zweite Marke, Haushaltsware, ich glaube, die ist die im Osten vertrieben wurde. Aber im Westen waren die Welthölzer die einzigen Streichhölzer. Und wenn man Streichhölzer gesagt hat, dann hat man das sofort mit den Welthölzern verbunden. Und hinter diesen Welthölzern, da steckt eine erstaunliche Geschichte. Ich muss jetzt weit zurückgehen. Fast 100 Jahre. Der Erste Weltkrieg war vorbei. Deutschland hat verloren, musste riesige Reparationszahlungen machen. Die Weltwirtschaftskrise kam. Und Deutschland war pleite. Die Reichsregierung der Weimarer Republik stand mit dem Rücken zur Wand und da kam unerwartet Hilfe aus Schweden. Und zwar von einem Ivar Krüger. Das war eine schillernde Persönlichkeit, ein schwedischer Großindustrieller, dessen Familie riesige Waldgebiete besessen hat und die haben eben Streichhölzer hergestellt. Und der hat dieser Reichsregierung das Angebot gemacht, 500 Millionen Reichsmark als Kredit zu gewähren, mit einer Laufzeit von 53 Jahren und einem Verzinsung von 6%, das war 1930. Also bekam dieser Ivar Krüger die Möglichkeit, den Kredit zu gewähren und Deutschland hat abgezahlt. Nicht mal als der Zweite Weltkrieg verloren ging, nach dem Zweiten Weltkrieg oder unter dem Krieg, wurde dieses Monopol außer Kraft gesetzt. Es lief also weiter und endete erst 1983. 1983 war die letzte Rate der Bundesrepublik fällig und da hat man dann noch irgendwelche größeren Restbeträge bezahlt und dann war die Geschichte der Welthölzer in der BRD beendet. Es kamen dann so Billigmarken auf den Markt, vermehrt, und die Schweden zogen sich aus dem Streichholzgeschäft in Deutschland zurück. Deswegen heute die kleine Geschichte hinter den Welthölzern. Ich finde, das ist äußerst interessant, und vielleicht kann man mal in irgendeinem Gespräch mit dem Wissen glänzen. Jetzt werden wir mal schauen, ob diese alten Welthölzer noch zünden, die ich da habe. Die sind also mindestens, oder ja, spätestens 1983 produziert worden. Wir werden mal eine Zündung machen, schauen wir mal. Reibfläche ist noch neu. Und zünden nach fast 40 Jahren nach Ast rein. Schwedisches Holz. Das war's heute mit dem gesunden Halbwissen. Das ist vielleicht auch mal ein Thema für ein Video, wie weit man mit so Allgemeinbildung in einem Gespräch kommen kann und wie man da Leute verblüfft, die vielleicht viel höhere Schulbildung haben als man selbst. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao und Servus.